Es ist Hochsommer in Höflein, im Grenzgebiet von Niederösterreich zu Burgenland. Picture by David und ich haben sich dort die Ausbringung von Gärresten auf Getreidestoppel angeschaut. Auf Hochtouren fahren dort zwei Josken-Güllefässer des Lohnunternehmers Peter Kircher auf 2 bis 120 Hektar großen Schlägen. Die Fässer werden vom Fendlen 26 gezogen und arbeiten mit 15 Meter breiten Josken-Schleppschläuchen. Die Gülle wird an diesem Tag von einer Biogasanlage bei Bruck an der Leiter ausgefahren. Ein Trimmenfass bringt das Substrat direkt von der Biogasanlage auf kleinere Schläge aus, während mit dem Tandemfass und Güllecontainer die größeren Flächen bewältigt werden. Der Container wird von zwei 30 Kubik Kotte Gülleauflegern versorgt. Wie die Maschinen ins östliche Niederösterreich kommen und mehr über die Arbeit selbst, erfahrt ihr im Anschluss. Bei unserer Ankunft herrscht schönstes Wetter. Die Wege sind trocken und die Maschinen ziehen dementsprechend lange Staubwolken hinter sich her. Inmitten des Windparks der Gemeinde Höflein fahren die Gespanne von Peter Kircher, einer der größten Lohnunternehmer aus Oberösterreich, Gärreste aus. Bevor ich auf das Ausbringen mit dem Güllecontainer genauer eingehe, schauen wir zuerst zu den Josken Tritium-Gespann, das wir am zweiten Tag besucht haben. Dieses wird von Johannes gefahren. Während der Fahrt zwischen Feld und Lagune hat er sich dankenswerterweise kurz für ein Interview Zeit genommen. Grüß euch, ich bin der Johannes, ich arbeite beim Kircher. Der ist aus Vöcklerbruck. Wir sind da unten im Bruck an der Leiter gerade Gülle führen, beziehungsweise Gärreste aus einer Biogasanlage, die was aus Abfall gemacht wird. Und wir sind da im Frühling, Sommer, Herbst da unten, jeweils zwischen 2 und 6 Monaten und sowas. Und dann die Felder, da wo wir drauf fahren, die sind so durchschnittlich zwischen 2 Hektar und 120 Hektar. Und genauso wie die mit den Ausbringmengen, da will auch jede Kundschaft irgendwas anderes und dann müssen wir sich das wegen ausrechnen, wie lang die Schläge sind und wie breit das sind und wie viele Fuhren das wir abgefahren. Genau, bei der Ausbringmenge sind wir die meisten Landwirte nehmen zwischen 20 und 25, aber es geht natürlich höher und niedriger auch. Es ist wie die Kundschaft will, so tun wir es. Wie von Johannes erwähnt, bringen sie hier Gülle auf 2 bis 120 Hektar großen Schlägen aus. In dieser Gegend sind die Flächen groß und gerade ausgeformt. Das macht sie schön zum Fahren. Die Fahrer passen die Ausbringmenge an die teilweise enormen Feldlängen an, um zumindest eine Bahn durchfahren zu können, ohne mitten im Feld leer zu werden. Hier können die Fendlen 26 Vario ihre Stärken voll ausspielen. Die Biogasanlage ist Teil des Energieparks Bruck an der Leiter. Sie liegt neben der Autobahn A4 an der Gemeindegrenze von Bruck. Nach eigenen Angaben werden hier hauptsächlich Lebensmittelabfälle und Grünschnitte aus der Region zu Biogas und Methan verarbeitet. Das Methan wird in das Gasnetz eingespeist, während das Biogas im eigenen Blockheizkraftwerk verstromt wird. Die Gärreste werden wie heute von Peter Kircher in der Region ausgebracht. Die Windräder neben den Feldern werden ebenfalls zum großen Teil vom Energiepark Bruck an der Leiter betrieben. Wir schauen rüber zur Güllecontainerkolonne. Der Container wird mit zwei 30 Kubik Kotte Gülleauflieger befüllt. Sie werden von zwei 400 PS starken MAN-TGA Sattelschleppern gezogen. Ungefähr alle halbe bis ganze Stunde erreicht so Nachschub den Container. Sie kreuzen auf ihren Weg von der BGA zum Container den verschlafenen Weinort Höflein und die Autobahn A4. Der Weg führt an zahlreichen Weinkellern vorbei und später über pfeilgeraden Schotterwegen zum Güllecontainer. Als ein LKW am Container eintrifft, befüllt sich dort das Tannenfass. Während sich die Staubwolke legt, kuppelt der LKW-Fahrer seinen Auflieger mit dem Container. Der 60 Kubikmeter große Container vom Bautenhausch Containerbau kann zwei der Gülleauflieger zwischenbunkern, bevor diese warten müssen.
Nach guten 5 Minuten ist der Auflieger leer. Der Container ist heute auf einem Vorplatz eines Windrads abgestellt. Als das Josking Quadra Tannenfass voll ist, wird der Arm mit der Steuerung in der Kabine aus dem Container gehoben. Der Fahrer kann so zum Befüllen bequem im Traktor sitzen bleiben, ohne absteigen zu müssen. Der Weg ist kurz und das nächste Feld liegt nur ein paar hundert Meter entfernt. Dort angekommen, klappt er den Schlepplauch auseinander und zieht eine lange Bahn über das Feld. Wie auch das andere Fass, ist dieses mit einem 15 Meter breiten Josking Pendeltwist Schleppschlauch ausgestattet. Die Fahrten werden mit GPS aufgezeichnet, damit die Fahrer die richtigen Felder anfahren und sich untereinander organisieren können. Der Spurführungsmonitor im Tannenfass wird nur zum Ausbringen auf Winterbegrünung verwendet, wenn Fahrspuren schwer zu finden sind. Der Monitor läuft heute dementsprechend leer mit. Eine automatische GPS-Deckung wird nicht verwendet. Auf diesem Feld wird die Gülle mit ca. 6,5 km/h ausgebracht. Das Gespann fährt dabei teilweise direkt neben mein Hängen. Am Feldende klappt er wieder zusammen und fährt über die staubigen Wege zurück zum Container. In 4 bis 5 Minuten kann sich das Fass mit dem Auslieger befüllen. Die Maschinen werden am Anfang einer Saison auf Achse vom Betriebsstandort in Neukirchen an der Vöckla nach Burgenland gefahren. Die gut 300 Kilometer schaffen die Fendt an einem Tag. Das Team bleibt während der Arbeitswoche in Niederösterreich und verbringt ihre Freizeit unter anderem in einem angemieteten Ferienhaus. Da das Tridemfass an diesen Tag in der Nähe gefahren ist, kann man die Schlagkraft gut mit dem Tannenfass und Zubringer und Container vergleichen. Während das Tridem gut jede Stunde mit 20 Kubik Gülle vorbeigefahren ist, kann das Tannen 3 bis 4 mal 19 Kubikmeter ausfahren. Die Einarbeitung der Gülle, die Stoppelbearbeitung, übernehmen hier die auftraggebenden Landwirte selbst. Peter Kircher kann hier bereits auf eine lange Geschichte bei der Gülleausbringung zurückblicken. Während den 3 Saisonen arbeitet die Kolonne für Niederösterreich bis ins angrenzende Ungarn. Vielen Dank an das Lohnunternehmen Peter Kircher für das Ermöglichen der Aufnahmen. In den folgenden Wochen oder Monaten, das ist noch unsicher, werden O-Ton-Videos zu den Maschinen auf meinem Kanal veröffentlicht. Bilder der Maschinen könnt ihr auf den Instagram-Account von David oder mir finden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.